Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Neue Massenproteste in Hongkong. Hunderttausende sind dem Aufruf der Demokratiebewegung gefolgt und haben sich zu einer Großkundgebung versammelt. Der Protest richtet sich gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone und einen zu starken Einfluss aus Peking. Die EU rief alle Beteiligten zum Dialog auf. Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsfeier im afghanischen Kabul. Dabei sind 63 Menschen getötet worden, mehr als 180 wurden verletzt. Der Attentäter sprengte sich in einem Festsaal in die Luft. Die radikal-islamischen Taliban stritten eine Verantwortung für die Tat ab. Koalitionsausschuss tagt erstmals nach der Sommerpause. Ein Thema im Bundeskanzleramt dürfte die geplante Abschaffung des Solidaritätszuschlags sein. Die SPD will den Soli für 90% aller Steuerzahler streichen. Die CDU drängt auf die komplette Streichung. Briten droht offenbar Lebensmittelknappheit bei No-Deal-Brexit. Das berichtet die Sunday Times unter Berufung auf Regierungsdokumente. Demnach müssten Lkw wegen der Zollkontrollen mit bis zu 2,5 Tagen Verzögerungen rechnen. An den Häfen könnten es bis zu 3 Monate sein. Torloses Unentschieden im Abendspiel der Fußball-Bundesliga. Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 trennten sich zum Abschluss des ersten Spieltags 0:0. Das Wetter. Heute im Süden und Osten erst freundlich, sonst gebietsweise Regen, später vom Südwesten bis in die Mitte Schauer und Gewitter. 18 bis 33 Grad.